Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodom zu den neuesten Dwarf-News aus der Zwergenhöhle. Wir spielen Mario Kart 7 und los geht's heute mit einem anderen Modell des Karts im Online-Modus mit einigen anderen Spielern. Und Japan. Also, ganz viele Leute aus heute hier mit dabei. Los geht's! Auf in die Schlacht, direkt nach dem Intro! So, hier stehe ich in meiner Dampflok. Und rase mit meinen Holzrädern drauf los. So, heute gibt es einige Themen anzusagen, die direkt oder indirekt zumindest meinen Kanal betreffen. Ach was, hier ist ja sonst nicht Dwarf News. So, erstes Thema, was wir anschneiden heute, ist, ich habe jetzt nach einigen Parts, ganz genau weiß ich nicht, wie viele Parts es waren, mir gedacht, ich beende dieses Let's Play. Ich unterbreche es nicht, ich beende es. Dazu noch ein paar Infos dann in der letzten The Legend of Zelda Folge, in den letzten The Legend of Zelda Folgen. Eventuell kommen da noch 1-2 Folgen raus. Ja, sieht gerade ein bisschen lahm aus hier. Ich habe auch nur noch 2 Münzen. Wie ist das passiert? Ja gut. Jedenfalls, ich hatte einfach irgendwie keinen Bock mehr darauf. Mir hat es jetzt nicht sonderlich gefallen, diese Let's Play-Reihe. Ich bin kein Zelda-Fan. Ich habe einfach irgendwann mal den Mut daran verloren, neue The Legend of Zelda Parts aufzunehmen und hochzuladen. Und deshalb muss ich leider sagen, aus persönlichen Gründen, aus Interessensgründen an diesem Spiel muss ich das Ding leider beenden und mich auf andere Projekte wie Pokémon-Spiele oder Mario-Spiele konzentrieren. Naschparadies, genau das habe ich mir gewünscht. So. Ich habe weiße Luftballons. Wuhu! So. Ich stehe einfach mehr auf die ganzen Pokémon- und Mario-Geschichten. Das sind eher so mein Gebiet. Und ich muss sagen, anfangs hatte ich auch noch sehr großen Spaß daran, diese Legend of Zelda Link Between Worlds zu spielen, aber das ist bei mir dann im Laufe der Zeit veräppt diese Freude darauf und ja, wie soll ich sagen, ich finde einfach nicht mehr die Motivation dafür, mich vor die Kamera zu setzen und sagen, yo, ich drehe jetzt einen neuen Part The Legend of Zelda Link Between Worlds. Das liegt nicht an den Bosskämpfen. Die sind ganz in Ordnung. Die sind ein bisschen schwer, aber das gehört dazu. Es liegt einfach an dem Spielcharakter. Ich kann es nicht beschreiben, aber The Legend of Zelda ist nicht so mein Highlight. Ich feiere das nicht so und ich konzentriere mich lieber auf Pokémon-Spiele, wie zum Beispiel die Pokémon Weiße Edition, die gerade im Laufen ist, die ich viel mehr feiere und mit viel mehr Begeisterung spiele und
die würde ich dann auch viel lieber hochladen und drehen und ja, soweit der Grund, warum ich jetzt The Legend of Zelda leider absagen muss. Kommen wir zu einem anderen Thema. Letzten Dwarf News sind ja nun schon lange her. Und dieses Jahr habe ich noch gar keine Dwarf News gedreht. Das sind die ersten Dwarf News 2017 im März. Jawohl. Ihr merkt es. Oh, wieder eine Münzschlacht. Ja, worum es gehen soll, ist, dass ich die nächste Zeit sehr, sehr wenig hochladen werde. Vorproduktionen werden weiterhin kommen. Guck mal, weiß habe ich ein bisschen vorproduziert. Das kommt jetzt alle zwei Tage, glaube ich, mal ein Part. Zwischendurch kommt auch ab und zu mal Mario 3D Land oder ein anderes Spiel so mal dazwischen. Lego-Spiele auch ganz gerne mal. The Legend of Zelda, jetzt die letzten Parts werden jetzt dann auch zwischengeworfen. Das heißt, es wird durchaus unter Umständen so aussehen, als würde ich den Kanal normal betreiben. Ich versuche zumindest die Illusion zu erzeugen, dass ich den Kanal normal betreibe. Aber so von Tagesuploads wird es jetzt nichts geben, also nichts Neues mehr, was ich an dem Tag direkt produziert habe. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Das liegt an schulischen Sachen, dass ich zum einen gerade während der Aufnahme dieses Let's Plays, naja, nicht während der Aufnahme, aber zur Zeit der Aufnahme dieses Let's Plays, an dem Tag in der Woche, einen Film über der Schule drehe. Ein Schulprojekt, wozu ich gleich nochmal kommen werde. Und ja, demnächst die Prüfungen zur Realschule anstehen und ich dort auch noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, nicht viel, aber ein ganz kleines bisschen büffeln werden muss und mich ein wenig auf die Prüfung vorbereiten muss. Deshalb, ich hoffe, ihr habt Verständnis deswegen, wird es auf meinem Kanal mit YouTube jetzt ein bisschen zu kurz kommen. Ich erkläre es mal so. Normalerweise ist das Ganze, wir haben mal so ausgelegt, gibt es ja die große goldene Regel. Gesundheit geht vor Schule, geht vor YouTube, geht vor Freizeit. Aber aktuell sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Zumindest in dieser Woche jetzt, in den nächsten Wochen mit Filmsachen, sieht das nämlich auch so aus. Schule geht vor Gesundheit, leider ziemlich oft. Jetzt vor der Prüfung darf ich nicht mehr fehlen. Geht vor Lernen, geht vor Film, geht vor YouTube, geht vor Freizeit. Naja, manchmal geht es auch Freizeit vor YouTube, weil, nehmt es mir auch hier nicht übel, aber nach einem anstrengenden Tag in der Schule und einem noch anstrengenderen Nachmittag im Film-Business, naja, das ist nicht wirklich das Film-Business, aber da wieder die AFK-Fuzzis. Toast den AFK-Fuzzis. Stehen da einfach nur rum und machen nichts. Ja. Ist es manchmal Entspannung gleich Gesundheit. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es gab schon Tage in die Woche, wo ich nach Hause kam und halt ernsthaft nicht mehr sitzen konnte und einfach schon so extrem geschafft vom Tag war. Ich musste mich einfach hinlegen. Konnte kein Video für euch vorproduzieren. Tut mir dann auch entsprechend leid, aber
bevor ich dann vor die Kamera zusammenknicke und zusammengefaltet wie so ein Papier dort liege und mich nicht mehr rühren kann, weil ich einfach am Ende meiner Kräfte bin. Nehme ich mir lieber noch einen Tag frei und verbringe den Abend mal mit liegen. Ja, gehe halt ein bisschen früher ins Bett und ruhe mich aus für den nächsten Tag, um dann halt konzentriert in der Schule und im Film mitzumachen. Ja. Kommen wir zum letzten Thema. Nein, davor wollte ich noch ganz kurz ein Thema anschließen. Ich würde in nächster Zeit gerne mal mehr Vlogs anbieten auf YouTube. Schulisch und zeitlich, wenn ich was auf die Reihe kriege. Würde ich da gerne mal wieder ein bisschen aus meinem Alltag hochladen. Setlog 3, Setlog 4, Setlog 5. Zwei haben wir schon gedreht. Ja, so viel dazu. Werd mal gucken, wie ich das schaffe. Oh, alle Fragezeichen. Na gut, ist wohl allen mittlerweile egal. So, kommen wir zum spannendsten aller Themen. Der Film, der sich dieses Jahr im Sommer auf meinem Kanal anbahnt. Der Film, an dem ich gerade schulisch drehe. Ja, es ist ein Schulprojekt. Ich drehe es mit Unterstützung des offenen Kanals. Mit Unterstützung von vielen, viele sind es nicht, aber einigen anderen Parteien. Ja, ein großes Projekt, mal was anderes als das ganze Let's Play und Vlog-Gedöns hier auf meinem Kanal. Mal was etwas anderes, sozusagen. Es wird kein langer Film. Ich denke, um es jetzt mal... Ich habe die Videodatei noch gar nicht großartig sichten können und schneiden können. Ich bin auch gar nicht im Schnitt. Also ganz genau kann ich es euch nicht sagen, aber ich denke, der Endfilm wird so an die 20 bis 30 Minuten lang sein. Es wird also kein Spielfilm, Dauerfilm sein. Es wird sich um eine Art Kurzfilm handeln. Und was sollte es anders beinhalten als die Schule, wenn man ein Schulprojekt hat, einen Film zu drehen? Worüber dreht man den Film? Über die Schule. Klingt langweilig. Ist es aber nicht. Lasst es euch nicht entgehen, diesen Sommer auf 42 LP. Viel kann ich darüber noch nicht sagen. Und was ich darüber sagen darf, ist, die Hauptfigur ist eine weibliche Neuntklässlerin einer außergewöhnlichen Schule, wird gefilmt. Es geht um eine außergewöhnliche Schule, ein Schultag an einer sehr außergewöhnlichen Schule mit nicht ganz so außergewöhnlichen Schülern. Erstes wird der Film in der Schule präsentiert. Das soll er, dafür wurde er gedreht, dass es ein Schulprojekt ist und dass er benotet werden kann. Das Ding, der Film wird benotet von Lehrern. Holla, die Waldfee. So sieht's aus. Dann wird das Ganze auf DVD gebrannt und für eine kleine Spende verkauft. Innerhalb der Schule. Ich werde es wahrscheinlich auch online anbieten. Zu einem Festpreis. Dort könnte man es dann kaufen. Käuflich erwerben. Inklusive Outtakes und allem drum und dran, was auf YouTube nicht erscheinen wird. In der Schule werde ich nur einen Trailer präsentieren. Bei der Vorstellung, da gibt es irgendwie so eine sehr verwirrende Sache, wo irgendwie vormittags wird das den Lehrern in so einer Art Kollegium, nennt sich das,
präsentiert. Ist irgendwie offen, aber wer kann morgens, vormittags vorbeikommen und sich sowas angucken, das ist. Also eher nicht öffentlich. In einer Art Kolloquium wird das dann vorgestellt. Und dann später, etwas später, wenn das Ding dann schon auf dem offenen Kanal, meine Unterstützer, die mir Kamera, Stativ und so weiter und so fort, Mikro und so, alle Utensilien für das Drehen des Films gedient haben, wenn es auf dem Kanal veröffentlicht wurde, wird es dann auch sehr bald auf meinem Kanal, wie gesagt, Sommer 2017 erscheinen und öffentlich zu sehen sein. Und dann weiterhin die Möglichkeit bestehen, den Film auf DVD käuflich zu erwerben. Das ist natürlich, bleibt so. Also kurz zusammenzufassen, eine DVD wird es geben, veröffentlicht auf YouTube wird es das geben. Eine DVD mit vielen Extras dazu, die es so nicht gibt. Eine Vorstellung im öffentlichen Kreise, in meiner Schule. Und im offenen Kanal wird es ausgestrahlt. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren über den Film und über die weitere Sache auf meinem Kanal. So. Gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, wenn ihr gut informiert seid. Das habe ich noch nie so gesagt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr die nächsten Dwarf News nicht verpassen wollt und nicht verpassen wollt, was es zu meinem Kanal gibt. Oder wenn ihr nicht das nächste Video mit den Zwergenfürst verpassen wollt, das nächste Let's Play oder den nächsten Zadlog. Bis dahin, habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Die nächste Tour spiele ich jetzt nicht mehr. Macht's gut, gehabt euch wohl. Haut Renner.